Let's start again. Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, ich habe den ganzen Spaß nochmal bis hierhin spielen dürfen. Moment. Und ja, ein kleines bisschen habe ich was am Team geändert. Kleinstein als VM-Sklaven, das heißt da Knofensor. Ja, auch jetzt einfach nur Just for Fun. Dann Voltilam habe ich wieder mit dabei. Und Igelava, das jetzt den Spitznamen Brandherd hat. Und anstelle von Taubsi, Vamp, ein Zubat. Gut. Ja, das letzte Mal sind wir ja vorm Einheitstunnel stehen geblieben. Und deswegen, ja, ich habe das Item dort oben vergessen. Deswegen hole ich das jetzt auch noch schnell. Aber davor, ja, müssen wir uns mit diesem Viech hier rumschlagen. Ja, super. Blutsauger. Ich hätte vielleicht vor der Aufnahme was trinken sollen, weil ich habe einen Durst, sage ich euch. So. Trink mal ein schönes Wasser. Ja. Und du willst weiter Rankenhieb ein. Dann mache ich hier weiter mit dem Blutsaucher. Und besiege dich. Dank eines Alterreifers. Ich habe doch sicherlich irgendwas in Sachen Schutz, jawohl. Gut. Also wie ich mich kenne, wollte ich denn eigentlich da drin. Kugelsaat. Nehmen wir mit. Nehmen wir mal mit. Definitiv kein Schaden. So eine Kugelsaat. Moment mal, heute ist Montag, ne? Was? Du sagst, heute sei gar nicht Freitag? Also, wenn's nach mir ginge, könnte jeden Tag Freitag sein. Ja, Die Wochentagskinder. Dazu kommen wir auch noch irgendwann. Darauf kommen wir auch noch irgendwann mal zu sprechen. Gut. So, nächster Punkt. Pokémon heilen und dann ab in den Einheitstunnel. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher. Ob. Okay, mit dir habe ich schon gesprochen. Ob ich Kleinstein Dingenskirchen Zertrümmerer beigebracht habe. Hier. Muss mich ein bisschen wieder hier einfinden. Sücht einfach an einem gewissen anderen Pokémon-Projekt, was mir derzeit ein bisschen die Zeit aufraubt. Deswegen kann ich euch sagen, dass der liebe Joker-Gamer und ich ein weiteres Pokémon Together geplant haben. Was das sein wird, das werdet ihr nachdem wir hier in Soul Silver die Top 4 das erste Mal besiegt haben, mitbekommen. Weil dadurch, dass das so ein ausführliches LP wird, denke ich, werde ich doch ab und zu meine kleine Pause davon brauchen. Ich hoffe, ihr versteht das. So, Ratfratz. Schauen wir mal, was macht denn der Blutschaucher? Nicht viel Schaden. Tja, dann misch mal wohl. Dann müssen wir wohl wechseln. Nehmen wir Voltilam. Paralyse hast du jetzt davon, Bitch. So. Donnerschock. Aber du setzt erstmal ruckzuck hier ein, klar.
So. Dankeschön. Tschüss. Ja. Hier im Einheitstunnel befindet sich auch übrigens unser nächstes Teammitglied, oder ist es zumindest findbar. Und da ist Zeug zum Verscherbeln. Allerdings werden wir es noch nicht fangen können. Weil erstens brauche ich die vollen Surfer dazu, zweitens müsste es Freitag sein und heute ist Montag. Tja. Und du setzt natürlich erstmal wieder Ruckzuckhieb ein. Dann mache ich hier den Blutsauger, wa? Ruckzuckhieb. Dankeschön. Nächster Punkt. So ein Volltreffer wäre jetzt auch super dufte gewesen. Aber immerhin darf ich jetzt als erstes angreifen. Und das bedeutet, Dankeschön. Tschüss. Oh, ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil da oben ist nämlich auch noch ein Trainer. Den spreche ich aber, glaube ich, erst dann an, wenn wir wieder hierher kommen. Genau, gegen Zubats brauchen wir nicht kämpfen. Oha, wer hätte gedacht, dass ich hier jemanden über den Weg laufen würde? Keine Ahnung. Wanderer Karel Gott. Wenn es der wirklich ist. Ja, und ohne. Ja, scheiße. Da könnte ich jetzt aber in die Bredouille kommen. Ich schau einfach mal zu. Dass ich irgendwas auf die Reihe bringe. Jetzt müsste ich aber erstmal schauen. Was richtet. Auch Glut richtet trotzdem einen ordentlichen Schaden an. Dann glaube ich, bleibe ich sogar dabei. Ja, einmal noch und dann. Okay, vielleicht zweimal. Aber. Okay, das war's. Gut. Hab's mir schlimmer vorgestellt, als es dann doch letzten Endes war. Vamp erreicht Level 12. Weiterschauen und tschüss. Ich würde mal interessieren, wie viel hat die Mutter eigentlich schon gespart? Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, richtig? Wollen wir mal sehen, ob du es bis dorthin schaffst. Jetzt habe ich aber solche Angst. Burkhard setzt einen Kleinstein ein. Level 4? Ne. Schauen wir mal. Oh nee, Blutsaurer, das ist ja nicht, Plansche. Ja. Pokémon, was, mach mal du. Brandherd. Der Grund, warum ich den übrigens so genannt habe, in meiner Hardgold hieß mein Tornupto dann auch Brandherd. Nicht sehr effektiv, aber ich geb dir gleich nicht sehr effektiv. Du hast ihn mit einem Schlag gekillt. Jetzt schauen wir mal. Jetzt setzen wir mal Voltilam ein. Weil Voltilam braucht nur noch ein Level bis zur Entwicklung. Yay! Mit Donnerschock kann man nicht viel ausmachen. Okay, vergiss es. So kann man das vergessen. So wird das nix. Pokémon. Du kommst jetzt zurück. Ne? Tackle. Passt. Glut. Eine Glut, die ist gut. Dankeschön. Tschüss. So, du wurdest besiegt. Komm mal, ist ja da Voltilam jetzt zumindest durch die Switch-Taktik sich ein paar EP sammeln. Das wäre doch gelacht. Wäre doch gelacht hier, ne? Wenn man das... Die Entwicklung, die wird doch sicherlich heute noch drin sein.
in diesem Video. So. Lebensola. Die Stärke der Elektrizität wurde geschwächt. Macht ja auch sowas von Sinn, wenn man vom Typ Boden ist. Na gut, in einem Doppelkampf mit einem Wasser-Pokémon an der Seite ist das garantiert nicht so verkehrt. Init steigt stark. Stark. Ich hätte auch eine schwächere Attacke einsetzen können. Egal. Gut, du wurdest besiegt. Ach, Julian. Ja, na, verrat, wie geht's? Erinnerst du dich noch an? Ja, verstehe ich. Idiot. Oben oder unten? Oben oder unten? Ne, ich gehe erstmal nach da hinten. Da war doch, glaube ich, noch ein Item. Radfratz. Na super. Okay. Schauen wir mal ins Team. Voltilam kommt mal an erste Stelle. Wie gesagt, einfach bloß, weil ich es heute noch entwickeln will. Ein Trank. Ein Trank am Ausschank. Und was wird unser Gegner sein? Ein Radfratz. Ist okay. Ist okay. Ist voll und ganz okay. Donnerschock. Sage ich doch, dass das voll okay ist. So. Voltilam erhält 48. So, Entschuldigung für den kurzen Schnitt, aber ich wurde gestört. Weiter geht's. Diese Zubat verwirren ständig meine Pokémon mit ihrem Superschall. Das ist zum Aus der Haut fahren, ist das. Ja, durchaus. Schmoggon. Ein Smogon. Donnerschock. Ach, nö, als ob du dich jetzt nicht getroffen hast, also nicht einen Volltreffer gelandet hast. Kann doch nicht sein, Mensch. So, jetzt aber, Dankeschön, weiter. Oh, das war aber knapp. Weiterkämpfen. Mit dem Smogon wird es jetzt aber klappen, mit dem Levelaufstieg. So, Donnerschock. Und knapp vorbei ist auch daneben. Statik, na wunderbar. So, aber auch nur ganz kurz, denn damit Dankeschön, tschüss. Und Level 15, yay. Ausgebrannt. Yay, Voltilam entwickelt sich. Gut. Bei ihm habe ich übrigens vergessen, einen Namen zu geben. Deswegen heißt es noch Voltilam oder jetzt Vati. Aber wenn wir in Dukatia City sind, dann wird es schon passen. Wird es schon wieder gemacht, dass es passt. Pokémon. Nein, Vamp, du kommst an erste Stelle. Und du hast auch noch was aufzuholen in Sachen Level. Superball! Klasse. So, jetzt muss ich mal schauen, was sagt ein Pokewiki denn zu Zubat? Wann es sich denn entwickelt? Ja, während das hier lädt, kann man ja mal weitergehen. Auch ein Pokémaniac. Und Discord. Na super, habe ich vergessen. Vergessen auf Nicht stören zu drücken.
So, auf der Suche nach Pokémon habe ich das ganze Land durchwandert. Sammelst du auch Pokémon, dann bist du mein Rivale. Okay. Level 22. Na, dann hast du noch... Satoru hieß dieser Pokémaniac. Satoru Iwata. Bin ich mir sicher, dass die das, dass das eine Anspielung auf den war. Weil das machen ja die Entwickler gerne. Dass sie sich selber ins Spiel implementieren. Sehr schwarz-weiß und schwarz-2-weiß-2. So. Vati. Jetzt bist du wieder gefragt. Denn... Das ist ein Wasser-Pokémon. Und Wasser-Pokémon, die empfinden großen Schmerz gegenüber Elektrizität. Uff, mein armes Pokémon. So, hier hinten haben wir nichts. Zumindest nichts Sichtbares. Hier haben wir einen Steinklein. Einen kleinen Stein. Blutsauger. Wow, das bringt's ja voll. Na gut, die gescheiten Attacken, die erlernst du ja eh viel später, Vamp. Von daher... Weiter. Wobei, ich könnte auch mit der... verlaufen Switch-Taktik ein bisschen trainieren. Ja, das bisschen machen wir halt jetzt. Ratfratz. Ja, lol. Das schaffst du auch alleine. Oder? Ratfratz, das schaffst du auch alleine, oder? Mit Blutsaucher. Ja, das dürftest du schaffen, das dürftest du schaffen. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Nur ein bisschen geht ja noch. Ein bisschen. So. Ratfratz wurde besiegt. Und Vamp erhält EP. Gut. Aufwecker. Das ist ein geiles Item. So. Da klingelt mein Handy. Einen Moment bitte. Cut. Weiter. Telefonat beendet und weiter geht es. Hier gibt es Aprikoko. Und zweimal eine Pink und eine Zwirz. Oder? Oder wie ist die schwarze Aprikoko? Zwirz. Ein Aprikoko Zwirz. Endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war viel größer als ich dachte. Bevor ich alles erkunden konnte, wurde ich müde und bin wieder nach draußen gegangen. So, mein Trainer. Ich habe den Tunnel durchquert, aber ich habe noch jede Menge Energie übrig. Das ist schön, das ist wunderschön. Kleinstein wird von Wanderer Tom in den Kampf geschickt. Ach nö. Ach nö, oh 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 nö. Das wird nicht allzu viel bringen, oder? Naja, bringt nicht wirklich viel. Gut, dann muss wohl... Dann muss wohl Iglaber ran. Also, Brandherd. Du bist dran. Auf wie geht's. Und du setzt ein Igel ein. Das ist wunderbar.
Ja, ich denke mal, ich werde wieder eine Runde Glut reinhauen, ne? Das könnte jetzt kritisch werden. Und die Init steigt stark. Ja, scheiß die Wand an. Ruckzuckieb. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Ich gehe einfach jetzt mit Glut drauf. Was anderes bleibt mir nicht. Okay, Kleinstein brennt. Das ist schon mal positiv. Das ist schon mal sehr positiv. Ja, der Regen. Komm, jetzt noch einmal Glut und einmal verbrannt. Und dann dürfte es... Schade, schade. Das reicht nicht. Reicht nicht. Aber anscheinend kannst du keine offensiven Attacken. Komm, jetzt reicht ein Tackle, oder? Dankeschön. Tschüss. Level 16. Nice. Ja, wir wechseln mal das Pokémon. Ein Macholo. Und tun wir mal wieder den Vampir. Nach vorne. Macholo. Ja, da denke ich mal, werde ich erstmal meine Blutsaugervorräte nicht verbrauchen. Ja, Himmel, wen soll ich denn da einsetzen? Hoppala, jetzt habe ich ihn jetzt. Okay. Vati. Du darfst weitermachen, Vati. Vatilein. Wattenkopf. Dingens. Bums. Es regnet weiter. Das ist nicht schlimm, weil dann setzt sie Chardonnay-Schock ein. Und besiege dich auch nur fast. Aber auch nur fast. Jo. Nochmal Donnerschock und dann wird's das gewesen sein. Jawohl. Dankeschön. Tschüss. Oha, scheint, als hättest du noch mehr Energie als ich. Okay, der will auch wieder die Telefonnummer. Gerne. Wenn mir mal wieder eine herzerwärmende Geschichte einfällt, rufe ich dich an. Gut, da sind wir schon in Azalea City und was geht denn da ab? Das würde ich sagen, schauen wir uns nächstes Mal an, oder? In diesem Sinne, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch das Video gefallen hat, bis dahin, macht es gut und ciao!